Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, euch Bunker zu zeigen, die bis jetzt noch keiner gezeigt hat. Und dieses Bauwerk ist bis jetzt weder im Internet dokumentiert, noch hat es irgendein YouTuber oder Instagrammer bisher veröffentlicht. Ihr seid also die Ersten mit uns. Falk ist dabei, Toni macht bereits Aufnahmen, die dieses Bauwerk gemeinsam erkunden. Und wir haben hier gerade gesehen, dass wir hier keine Scheiße erzählen. Mitten im Eingangsbereich finden wir noch die Spinnweben. Und wir haben schon ein paar weggemacht. Und ich schlage vor, ihr kommt einfach mal mit. Und ganz am Anfang finden wir schon Schriften aus der damaligen Zeit. Ein bisschen können wir euch verraten, es handelt sich hier um einen Weltkriegsbunker, sprich Zweiter Weltkrieg, ein Hochbunker. Und der wurde als Lazarettbunker genutzt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen rein. Ich muss jetzt schon mal mich entschuldigen, weil hier ist richtig viel Schimmel drin. Meine Lunge ist sehr gereizt. Und ich werde heute einige Male in diesem Video husten. Also seht es mir nach. Alte Bakelit, Lichtschalter. Unglaublich. Alter Schriftzug. Auch hier Rauchen verboten. Und eine Gasdrucktür. So, Vertrieb gemäß Luftschutzgesetz genehmigt. Das haben wir 1938. Ist das also nicht aus dem Führer-Sofortprogramm gebaut worden, sondern ist einer der frühen Bunker. Und wir gehen jetzt einfach mal zusammen rein. Und eine Sache, direkt am Anfang gesehen, hier liegen noch alte Dokumente. Die gucken wir uns gleich mal im Detail an. Aber erst gehen wir in das Bauwerk. Und wir befinden uns jetzt hier in der sogenannten Gasschleuse. Ich weiß nicht, kriegst du es drauf? Ja. Gasschleuse. Und schaut mal, die Schrift nach über 80 Jahren noch perfekt erhalten. Ein Zustand ist natürlich ein bisschen runtergerockt. Ist aus meiner Sicht aber überhaupt nicht schlimm, weil das den Zahn der Zeit auch widerspiegelt. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil direkt am Bunkerausgang ist eine Hauptstraße und wir wollen natürlich heute keine Aufruhr erwecken. Ein altes Rohr, das wird wahrscheinlich hier der Kaminbereich gewesen sein, mit dem Schlot, alte Flaschen, Tusche. Früher hat man dazu Tusche gesagt, heute sagt man Tinte, ne? Und hier ist ein alter Hund oder eine Katze, guck mal hier, wenn du das mal einfängst hier. Mhm. Armes Tier. Ist hier, hat sich zurückgezogen, um zu sterben. Und wir gehen mal in das Bauwerk rein. Das wird wahrscheinlich ein Ausgang gewesen sein. Nee, das ist ja spannend. Also hier liegen über diese Fasern rum. Also wenn ihr das, ihr müsst das nicht machen. Solche Bauwerke betreten. Wir machen das und riskieren unsere Gesundheit. Also von daher, macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Hier haben wir einen alten Sackkarren. Den haben die genutzt, um dahinter zu gucken. Das wird wahrscheinlich entweder für Kohle oder ähnliches Material gewesen sein. Genau. Guck mal hier. Ja, das ist entweder eine alte Palette oder hier ist ein Schiebemechanismus dran. Deswegen immer auch auf den Boden gucken. Häufig sieht man Relikte aus der damaligen Zeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Dokumente, Leute. Ich habe gerade schon mal einen Blick drauf geworfen. Auf jeden Fall extrem spannend. Hier sind weitere Dokumente. Mal gucken, was wir hier haben. Jo, ein Lohndokument. Oh, ich muss aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache. Schaut mal hier. Warte mal, ich drehe es mal um. Ich möchte es auch nicht kaputt machen. Die auf dem Boden liegen, sind nicht so gut im Zustand. Aber die, die wir gerade auf dem Schrank gefunden haben, die sind in einem perfekten Zustand. Mal gucken, ob wir hier ein Datum drauf finden. D-Mark auf jeden Fall. Keine Reichsmark. Könnte, aber von der Schrift her, könnte es auf jeden Fall aus dem Krieg sein. Ne? Muss aber nicht. Mhm. Schwierig zu sagen. Also es lohnt sich immer, hoppala, immer auf den Boden zu schauen. Eine alte Zeitung. Eine Bildzeitung. Minister Lücke. Die etwas Älteren von uns wissen wahrscheinlich, wann das war.
Flasche hier. Die ist auch spannend, ne? Mhm. Hier ist ein Öl da drin. Hm. Ton passt. Tick, tick. So. Also das ist hier die Gasschleuse, wie wir unschwer erkennen können. Und Überdruckventile habe ich auch noch nie aus Porzellan gesehen, aus Keramik. Erste Mal. Und hier sehen wir den weißen Schimmel. Vielleicht kriegst du ihn drauf, der meine Lunge gerade so reizt. Eine Jahreszahl 55. Nachkriegsnutzung. Und hatte ich schon gesagt, dass es sich hier um einen Krankenhausbunker, einen Lazarettbunker handelt? Habe ich schon gesagt, ne? Genau. Und in einem Lazarettbunker, das ist übrigens nicht der erste. Guck mal hier. Da. Das ist alles. Ne? Also, no fake. Es war hier vor uns schon ganz, ganz lange Zeit keine mehr drin. Also Lazarettbunker gab natürlich viele Räume für die Operation, aber auch für die Genesung der Patienten. Und hier haben wir auch weitere Relikte. Auch wieder eine Zeitung, glaube ich, aber das ist schon komplett vergilbt. Eine Flasche, häufig steht das Datum unten drunter, in dem Fall aber leider nicht. Also wir wollen hier auch gar nichts kaputt machen. Und alles natürlich weiß gestrichen, damit man wenig Licht benötigte. Komm mal her! Komm mal her! Das kriegst du alleine mit deinem Licht drauf, oder? Oder brauchst du Licht? Gasmaske, Leute. Ein Teil einer deutschen Gasmaske. Da wurde der Filter drauf geschraubt. Beziehungsweise, Entschuldigung, das war der Filter. Und das ist Aktivkohle hier. Das ist in dem Filter drin. Irgendwelche Federn. Eine Dose, ein Flansch und hier ist das Gegenstück von dem Filter. Ist aufgegangen. Mhm, guck mal, so sieht er genau aus. Es sind sogar zwei. Ja, hier unten auch. Mhm. Und hier sehen wir das Inlay von dem Filter. So sieht das aus. Und das hier, ich hoffe nicht, dass ich es jetzt kaputt mache, kommt hier rein. Und das hier kommt dann da drauf. So. So musst du das ungefähr vorstellen. Guck mal, eine Gürtelschnalle. Das ist ja voll geil, oder? Siehst du das? Aha. Das ist ein Relikt im Keller, wie ich ihn so noch nicht erlebt habe. Hammer. Da noch weiter. Und hier. Toll. Und Leute, ich habe noch nicht genug. Ich gehe mal hier rein. Und ich habe, wie ihr wisst, ihr wolltet immer, dass ich mir Handschuhe hole. Ich habe mir Handschuhe geholt. Bist du schon gespannt auf die Dokumente? Mhm. Aber die heben wir uns bis zum Schluss auf. Ist okay, ist so ein Blech. Zeitung. Satelliten, also auf jeden Fall schon moderner als Kabel. So, gleich kann ich. Das ist auf jeden Fall original, Leute. Sehe ich an dem Übertrag des Stroms auf die Lampe. Ich weiß gar nicht, die Kontakte. Genau, Kontakte heißt das. So, hoppala, Licht ausgegangen. Ein Beschlag von der Tür wahrscheinlich. Ich sagen. Aua, ich werde alt. Altes Kabel noch. Die Verzweiger haben sie abgenommen, aber die Kabel haben sie dran gelassen. Ja, ne? Schönes Detail. Hier hat man den Boden aufgestemmt, teilweise, oder ist marodiert über die Jahre. Das wird wahrscheinlich eine Toilette sein. Boah, steht das hier. Boah. Boah. Boah.
Zum Glück gibt es keinen Geruchs-YouTube. Noch nicht. Guck mal hier, die Fliesen. Hier waren Fliesen drin. Kriegst du das drauf? Die hat man rausgenommen, weil man die höchstwahrscheinlich in der Nachkriegsnutzung bei sich zu Hause installiert hat. Es könnte also hier ein Operationsraum gewesen sein. Oh, guck mal da oben. Und da, wo Operationsräume waren, sind auch immer Toiletten. Bitte? Ist das der Boden? Ja, der ist aufgebrochen, ne? Wo Operationsräume waren, war auch häufig eine Umkleide und eine Toilette. Das wird die gewesen sein. Hier haben wir den Originalfußboden noch drin. Das wird wahrscheinlich Luft- oder Wasserabfluss gewesen sein. Original. Und auch hier, schönes Detail, Blechkabel. Nicht Kupfer, sondern... Entschuldigung. Nein, da sieht man, das ist ein minderwertiges Kabel. Man hatte Kupfer und hochwertige Metalle nach dem Krieg für andere Dinge benutzt. Deswegen findet man in vielen Bunkern keine Kupferkabel. Und auch hier alles voller Spinnenweben wieder. Ich werde hier gar nicht reingehen, weil wir sehen ja eigentlich alles. Professor Schnecken. Schneckchen Schneider. Aber wir sehen... Alles voller Spinnenweben. Auch hier. Ein Halter für die Decke. Ich gebe dir mal ein bisschen Licht, ne? Aber wie dreckig die Wände sind, ne? Also schon ein bisschen... Bisschen schon runtergekommen, die Nummer. So, leerer Raum. Außer die Kabel an der Wand. Die Verteiler hat man, wie gesagt, weggenommen. Und hier ist quasi der letzte Raum. Und man hat hier mal geguckt, ob es noch weitergeht. Und hier ist ein schönes Detail. Da draußen ist die Bunkerwand. Und der Raum ist verputzt. Das bedeutet, man hat eine doppelwandige Struktur. Warum man das gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Und man hat natürlich, Schatzjäger waren schon da, wir sind also nicht die ersten nach dem Krieg. Man hat also geguckt, ob es da noch weitergeht und hat den Goldschatz gesucht, genauso wie hier nach oben. Und guck mal, man hat die Decke tatsächlich abgehangen. Da ist erst die Stahlbetondecke. Ich könnte mir vorstellen, weil wenn die Bunkerdecke einen Treffer abbekommen hat, dann gab es natürlich nach unten Splitter. Ich stelle mir vor, die Zuschauer sehen jetzt was da und wir sehen es nicht. Nein, wir sehen es nicht. Aber das Wasser, hast du das gesehen? Ja, wunderschön. Mega. Und man hat diese Zwischendecke wahrscheinlich eingesetzt, damit die Splitter beim Treffer nicht direkt nach unten auf die Patienten und auf die Insassen des Bunkers kommen. Das wäre meine Herleitung. Das Witzige ist, Falk, für viele ist das einfach nur ein leerer, wie soll man das sagen, leeres Gebäude. Aber für jemanden, der sich für Geschichte interessiert, und die Leute bei mir auf dem Kanal, die interessieren sich ja für die Geschichte, die können ja fühlen, auch wenn es nur am TV oder am Handy ist, wofür die Bauwerke damals gebaut wurden und wie viel Leid die Menschen damals und vor allem Angst die Menschen damals hatten, als der Luftalarm anging, die mussten sich in diese Schutzbauwerke retten und man wusste ja nicht, ob man lebend rauskommt, weil draußen die Bomben sind gefallen. Eventuell ist das gesamte Haus zerstört worden. Man war zwar hier noch am Leben, aber alles andere draußen, was man so hatte, sei es die Wohnung, sei es der Kindergarten, ist alles vernichtet worden, brennt total. Und stellt euch mal vor, ihr seid Kriegsversehrter oder Patient hier in dem Bunker und eure Familie darf nicht rein, weil es nur für Patienten ist und die sterben daraus und man ist hier regungslos. Also da fallen mir einfach keine Worte zu ein. Und wenn ich überlege, dass wir wieder in Europa vom Krieg sprechen in kürzester Zeit, dann sage ich nur jedem, der wirklich sagt, wir müssen Krieg machen, der soll einfach mal in so ein Bauwerk gehen oder auf die Schlachtfelder und Friedhöfe des Ersten und Zweiten Weltkrieges und sich das mal anschauen. Oder jede Dokumentation im Fernsehen sollte doch reichen. Also habe ich kein Verständnis für jemanden, der sagt, ich möchte wieder Krieg. Ja.
Eine alte Lampe. Die kriegst du vielleicht noch drauf. Und wir haben hier eine Verzweigerdose für Telekommunikation. Die zeige ich euch hier einmal. Da, ein sehr schönes Detail. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Auch einmalig. Hast du die Schrift dagegen? Die werde ich dir jetzt gleich zeigen. Die Lampe nimmst du bitte auch noch auf, wenn es. Sehr gut, danke. Wir wollen nämlich jedes Detail für unsere Zuschauer einfangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass solche Bauwerke in einigen Jahren nicht mehr existieren, die ist einfach total groß. Und wir hatten einfach totales Glück, dass wir dieses Bauwerk, ja, ich sag mal so, gefunden wäre falsch. Wir haben einen Tipp bekommen. Und danke, Fabio, für diesen Tipp. Also Rauchen verboten. Und man sieht hier sogar noch, wenn du ein bisschen näher rankommst, dass man hier sich Zeichenlinien aus Bleistift gesetzt hat, damit man die genaue Höhe und die Einteilung der jeweiligen Buchstaben hatte. Rauchen verboten. Ganz groß. Man wusste also sofort, was man darf bzw. nicht darf. Gilt übrigens in jedem Bunker gilt striktes Rauchverbot. Und jetzt werdet ihr Dinge sehen, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Das gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns erstmal hier diese Schrift an. Wie gesagt, das ist ein Medic-Bunker, ein Krankenhausbunker. Und deswegen steht hier Oberkleidung ablegen, verlostete Kleidung nur mit Zange anfassen. Verlostet ist vergiftet. Und das, Leute, gibt es in keinem anderen Bunker, den ich kenne, diese Schrift. Verlostete Kleidung nur mit Zange anfassen. So. Wir gehen einmal hier rein und hier wird der Generator damals gestanden und auch hier wieder die Luftkontamination richtig schlimm. Also ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich hier nicht huste. Das könnte eventuell ein Tank von einem Motorrad sein. Deutsches Fabrikat, made in Germany, Continental. Die Frage ist nur, boah. Oder ist das ein Plastik? Das ist ein Tank, glaube ich. Ich gucke mal kurz. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie ein Tank, ne? Boah, ist das schlimm, ja. Merkst du es nicht mit der Lunge? Nee, super nicht. Ja, da hast du den Vorteil. Also, wie ihr wisst, habe ich Asthma. Und dann ist solche Luft natürlich für mich Gift. Hier werden wahrscheinlich Benzintanks oder so gestanden haben. 100 Gramm Thunfisch. 4 Diamanten. Japanisches Thunfisch. So. Guck mal hier. Schönes Bakelit. Definitiv aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Lassen wir natürlich hier. Und werden jetzt diesen Raum verlassen. Das wollen wir auf jeden Fall noch mal einfangen hier, oder? Die Unfallverteilung, guck mal, wie schön die ist. Und da nehmen wir auch noch mal das Detail mit den Blechkabeln. Oh ja. Sehr schön. Also ich werde mir auf jeden Fall noch eine Maske holen, Leute. Jetzt habe ich schon auf euch gehört und mir eine Handschuhe gekauft. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch eine Maske holen. Und das wird auch ziemlich gut werden, was wir hier sehen. Und ja, hier finden wir eine Menge, wie heißt das nochmal? Edemwolle. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich hier gerade sterbe. Guck mal, Augen nicht berühren, 10 bis 20 Minuten spülen durch alkalische Augensalbe. Danach alkalische Augensalbe. Mega, oder? Auch noch nie gesehen. Nie gesehen. Mhm. Boah. Da ist nichts drin. Und hier, guck mal, Unterkleidung ablegen. Das bedeutet, hier ist der Umkleideraum. Und schau mal, kriegst du die Tür eingefangen? Mhm. Das wäre schön. Ja. Dieser Sack enthält Mineralfaserreste. Aber ich werde auf jeden Fall danach
Ich werde da noch sterben. Leute, grüßt meine Mutter von mir. So, Umkleide, Dusche. Das bedeutet, hier haben sich die Leute dann geduscht, bevor es in den OP-Raum ging. Wahrscheinlich ist das hier Ankleide. Das bedeutet, da war Abkleide, ne? War da Abkleide? Und hier ist Ankleideraum. Bedeutet, man hat man hat sich ausgezogen, man hat sich geduscht und dann hat man frische Kleidung für die OP angezogen. Das war dieser Bereich hier. Ankleideraum. Hohoho, jetzt wird es auch nochmal spannend. Wir sind jetzt im Warteraum. Auch das erst das zweite Mal in meiner Laufbahn gesehen. Mega, dieser Schriftzug. Mega, dieser Schriftzug. Wie gesagt, es ist für uns jetzt gerade nur ein Schriftzug, aber Leute, stellt euch vor, 1939, 1940, Bombenangriffe über Deutschland haben zugenommen. Jeden Tag sind Großstädte bombardiert worden. Und ihr hattet irgendein Leiden, was operiert werden musste. Und ihr seid dann quasi in dieses Bauwerk reingeführt worden, über den Bunkerwart, durch die Glasschleuse. Dann habt ihr euch erstmal entkleidet, ihr habt euch geduscht, dann habt ihr euch dort neue Kleidung genommen. Und dann habt ihr hier in diesem Bereich auf eure OP gewartet. Das ist so krass. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und hier konnte man nochmal auf Toilette. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwelche Relikte auf dem Boden gibt, aber nichts aus der damaligen Zeit. Ja, der Mann hat immer geguckt, ob da vielleicht was versteckt war, ne? Und auch da alles noch voller Spinnenweben. Und hier finden wir noch die alte Verrohrung. Alter Schwede. Es gab zwei Ankleideräume. Oder sind wir hier gerade hergekommen? Nein, ne? Das bedeutet, es gab zwei Ankleideräume. Der Bunker ist ja auch riesig. Wir dürften doch bestimmt schon 25 Minuten drin sein, oder? 22. Ja. Danke. Hier sind die Fliesen schon runtergekommen. Hier ist jetzt, wisst ihr, wofür das ist? Für Männer und Frauen. Mhm. Natürlich. Ja, klar. Ja, für Männer und Frauen. Oh, hier hat einer hingemacht. Ja, und hier haben wir nochmal, das Schöne ist, hier haben wir nochmal die Beschriftung. Hier ist sie zwar nicht ganz so gut, Unterkleidung ablegen. Mhm. Aber dafür haben wir hier die nochmal wunderschön zum Sehen. Hier auch alles noch voller original Spinnenweben. Und wie ihr seht, wurde das in der Nachkriegszeit oder vielleicht auch noch in der heutigen Zeit als Lagerstätte genutzt. Aber wenn wir das sehen, auch schon lange nicht mehr angefasst. So, da gucken wir jetzt nicht hin. Wir wollen ja, wie gesagt, keine Aufmerksamkeit erwecken und auch nicht preisgeben, wo sich das Bauwerk befindet. Aber wir gucken uns trotzdem noch den zweiten Ausgang bzw. die Gasschleuse an. Und hier haben wir wieder die Schrift. Und das ist der Kasten, wo man die Namen eingetragen hat, Leute. Hier hat man die Namen der Bunkerinsassen eingetragen. Und wie gesagt, das Detail, der ist auch noch ganz, habe ich noch nie gesehen. Die Luftritze von dem Überdruckventil von der einen Seite. So, wir nehmen jetzt nur noch einmal, wenn du einmal gleich kommst, nicht mehr diesen Bereich auf, sondern wir schwenken direkt wieder zur Tür. Gucken jetzt einmal, weil wir befinden uns quasi, das Baugleich ist auch spiegelgleich aufgebaut, bedeutet das, was wir im Eingangsbereich drüben gesehen haben, finden wir eins zu eins auch wieder hier. Und da ist quasi der Eingang und das ist die Gasschleuse. Und das ist die sogenannte Gasdrucktür. Die ist natürlich nicht kugelsicher, sondern die diente ausschließlich, dass der Überdruck in dem Bauwerk verblieb. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Das, keine Ahnung, was das ist hier. Vielleicht kriegst du es da drauf. Mhm. Das ist für die Belüftung, damit die einzelnen Räume auch belüftet werden konnten. Genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gemeinsam zu den Dokumenten, oder? Gucken wir uns die Dokumente einmal an. Weil das Bauwerk haben wir uns jetzt angeschaut. Ganz toll finde ich, wie gesagt, hier die Schrift. Und in Summe, wie das Bauwerk damals funktioniert hat.
Vielleicht ganz kurz, Falk, wie fühlst du dich gerade, wenn du so die Energie von diesem Raum, von diesem Bauwerk aufnimmst? Wie fühlst du dich gerade? Gute Frage. Ich weiß nicht. Ja, das ist halt ein Stück Geschichte, ne? Mhm. Weil es einfach so alt und unberührt ist irgendwie, ne? Das ist schon merkwürdig. Also ich bin wirklich glücklich, dass wir heute die Möglichkeit hatten, hier reinzukommen. Und wie soll ich dir das sagen? Also ich nehme auf jeden Fall wahr, dass es hier eine Nachnutzung gab. Die überstrahlt auch irgendwie die Energie aus der damaligen Zeit. Aber es vermischt sich dann trotzdem mit den visuellen Eindrücken. Ja. Das beschreibt es eigentlich ganz, ganz gut. Ja, gerade bei vielen Menschen. Ja, quasi, es wurde ihnen geholfen, aber halt auch gleichzeitig, ja, ist ja auch Tod und Leid geschehen. Ne? Ja. Stellt euch mal vor, so ein Bombenangriff geht ja meistens so ein paar Minuten. Aber in dieser Zeit können ja trotzdem Menschen sterben. Das bedeutet, die liegen dann einfach hier in diesem Bauwerk rum. Und man muss warten, bis man die dann irgendwie auf den Friedhof bringen kann. Also das kann man sich irgendwie, also in der zivilisierten Welt, ich könnte auch kein Tier mehr töten und das essen, weißt du? Kann ich mir da gar nicht mehr vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Das haben wir noch gar nicht aufgenommen, oder? Warteraum? Genau, Warteraum. Ich mach mal ein bisschen Licht. Warteraum mit so einem Pfeil. Da waren wir aber gerade drin. Den haben wir aber nicht aufgenommen. Und hier haben wir so eine kleine Kugelschreiberzeichnung. So einen alten, dicken Mann. Das könnte auch ich sein. Mit dem Bauch. Zeichnest du auch so? Nee, ich bezogen auf meinen Bauch. Und so wie Mäcki sagte, es gibt immer eine Stelle, die nass ist. Mäcki, an dieser Stelle, du hast auch hier wieder recht gehabt. Aktuell, ne? Hier haben wir auch nochmal ein Pferd oder eine Figur beim Rauchen verboten. Das hat man wahrscheinlich einfach so mit der Hand gezeichnet. Ja, so ein Typ mit einer Zigarette könnte ein GI gewesen sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber die Frage ist halt, ist das Kohlenstaub hier auf dem Boden oder ist das der Schimmel? Weil ich will es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, hier rechts können wir nicht gucken. Aber wir gucken uns jetzt einmal die Dokumente an, mein Freund. Und hier ist überall weißer Schimmel. Hier ist überall weißer Schimmel. So, du kriegst das mit deinem Licht drauf, oder? Ja. Handgeschrieben. Können wir das sehen? 49 oder was haben wir hier? Was meinst du? Mhm. Ja. 19.02. Schwierig, ne? Ja. 44? Wir gucken mal. In der Anlage meine 1934, 1937. Da steht definitiv 1937, oder? Yes. Yes. Ich kann es aber nicht lesen, das ist zu alt, das Dokument. So, mal gucken, ob hier persönliche Informationen draufstehen. Die wollen wir dann natürlich für Kirchensteuerbescheid. Warte kurz, ich will mal. Kirchensteuerbescheid. 1939. Warte, da steht die Ort drauf. Das machen wir mal weg. Komm mal her. Kirchensteuerbescheid für das Rechnungsjahr 1939. 1. April 1939 bis 31. März 1940. Krass. 1939. Alter. Wir haben auch noch mehr. Empfangsbestätigung 1938. Quittung, das ist eine Quittung. Kirchensteuerbescheid. Also irgendwas mit Kirche hier. Alter, eine Briefmarke. Walter. Okay, das können wir nicht zeigen. Warte. Aber das können wir zeigen. Das sind Siegel. Das ist ein Siegel. Okay, da ist der Name drauf, das wollen wir nicht. Und der Ort. Okay, müssen wir auch umdrehen, oder? Oh, Finanzamt, Einheitsfeststellung. Ja, okay, das ist ein Dokument vom Finanzamt. Oben steht auch der Ort drauf, deswegen können wir es nicht zeigen. Bevor du zeigst, warte kurz. So, 1938. Finanzamt. Krass.
Selbst im Krieg wollten die Geld haben. Ja, und was haben wir hier noch? Verbucht hierauf Zahlungen. Hier stehen die Zahlen für die Kirchensteuer drauf, aber auch Daten und persönliche Grundsteuerbescheid. Leute, das ist eine Zeitkapsel. Das ist eine richtige Zeitkapsel. Gut, lass mal natürlich hier. So, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Abschlussbild hier, ne? Unter der Gehaltsschleuse, wenn du mich quasi da immer filmst. Oder? Ja. Wunderbar. Also meine Leute, ihr seht selber, ich bin gerade zutiefst bewegt und auch sehr, sehr glücklich. Tatsächlich gerade nicht so euphorisch, wie ich sonst bin, weil mich das Bauwerk tatsächlich auf eine Art und Weise berührt, wie es nur wenige Bunker machen. Weil hier ist nichts irgendwie Spektakuläres. Aber alleine, dass diese Schriften aus der damaligen Zeit noch da sind, die zeitlichen Dokumente in diesem Zustand hier noch liegen, wir ein paar Relikte auf dem Boden gefunden haben und dass dieses Bauwerk fast unangetastet ist. Ja, es ist dreckig und so weiter, aber ihr habt selber gesehen, das ist wirklich ein einmaliges Bauwerk. Das habe ich noch nie erlebt und ja, bin zutiefst begeistert. Also von daher, wenn ihr weiter solche Bauwerke sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke rot, ihr kennt das ganze Spiel. Mein Name ist Random Life, ich war heute mit dem lieben Falk unterwegs, der hat sich wieder total viel Mühe gegeben und seinen rechten Bizeps für uns trainiert. Der hat die Kamera wieder perfekt gehalten und in diesem Sinne, wir sind raus, euer Random Life und euer Falk. Tschüss. Und ich werde heute einige Male in diesem Video husten, also seht es mir nach. Ein altes Rohr. Kontakt, da ist das. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch eine Maske holen, Leute. Jetzt habe ich schon auf euch gehört und mir eine Handschuhe gekauft. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch eine Maske holen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich hier gerade sterbe. Aber ich werde auf jeden Fall danach, ich werde danach auch sterben. Leute, grüßt meine Mutter von mir.